Eine Pyramidenaufgabe. Da ist die Zeichnung am Anfang etwas schwieriger. Wir sollen ein Schrägbild zeichnen, wobei AM auf der Schrägbildachse liegt. Nur diese Strecke AM haben wir nicht. Wir haben eigentlich nur die Strecke BC. Das heißt, wir verdächtigen einfach mal eine Strecke AM. Ja? Wir zeichnen einen Punkt M, wissen, dass hier irgendwo der Punkt A liegen muss. Und dann zeichnen wir das Schrägbild BC dazu. Weil das können wir. Die soll nämlich 14 cm lang sein. Also ist diese Strecke hier 7. Und wenn sie eben dann verkürzt wird, nur noch 3,5 cm. Jetzt geht es darum, irgendwie auf den Punkt A zum Kommen. Hier 7 cm. Das sollte deswegen sein, weil es ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck sein soll. Wenn also jetzt quasi im Echtbild hier ein Thaleskreis gezeichnet wird, dann muss der Punkt B und der Punkt A und der Punkt C auf diesem Kreis liegen, weil nur dann ist es ja auch ein rechtwinkliges Dreieck. Und deswegen muss diese Strecke AM gerade die Hälfte von der Strecke BC sein, weil ja eben das der Radius ist von unserem Thaleskreis. So kommen wir jetzt eben auf die 7 cm. Also wenn er irgendwas mit rechtwinkligem Dreieck hört, immer im Hinterkopf haben, dass der Thaleskreis über den Mittelpunkt genau das ergibt, was wir suchen. So, und der Rest sollte dann eigentlich nicht mehr weiter schwer sein. Jetzt geht es darum, den Winkel MAS einzuzeichnen. Der ist SMA, das ist hier mit 80 Grad gegeben, das heißt, wir wissen, wie er hier hinaufgeht. Und wir wissen, dass die Strecke MS, wenn mich nicht alles täuscht, 10 cm, genau 10 cm lang ist. Also kommen wir hier auf den Punkt S und damit haben wir alles. Wir müssen es nur noch miteinander verbinden. Im nächsten Schritt muss man dann die Strecke AS bestimmen. Da suchen wir uns mal ein Dreieck zusammen, wo wir recht viel gegeben haben. Und AMS ist dieses Dreieck. Hier haben wir 10 cm, hier haben wir 7 cm und hier haben wir den Winkel. Das ist der Kosinussatz. Denn das zum Quadrat ist das zum Quadrat plus das zum Quadrat minus 2 mal das mal Sinus, mal Cosinus 80 Grad. Das Ganze dann gleich in die Wurzel natürlich geschrieben, weil das zum Quadrat ja berechnet wird. Und wenn wir nur die Seite wollen, müssen wir eben die Wurzel von der rechten Seite nehmen. Das Ganze ausmultipliziert gibt 11,17 cm. Dann soll der Winkel Epsilon bestimmt werden. Epsilon ist dieser hier. Und es ist wiederum dasselbe Dreieck. Und da habe ich doch schon fast alles gegeben. Diese 10 cm zu diesem Winkel gibt diese Seite zu dem Sinus von diesem Winkel. Ja, 11,17 haben wir gerade berechnet, setzen wir es halt wieder ein und rechnen es nach Epsilon aus, gibt 61,64 Grad. Das ist ein Rundungsfehler, weil wir hier bereits eine Rundung haben und diesen falschen Rundungswert hier reinsetzen. Im Folgenden dann trotzdem aber bitte das Epsilon aus dem Teilergebnis von 3,1 bestimmen. In der nächsten Aufgabe soll man den Punkt P1 einzeichnen. Der sollte einen Winkel von 40 Grad haben. AMP oder PMA. 40 Grad heißt, ich zeichne hier hin und da, wo sich schneidet, ist der Punkt P1 und dadurch ergibt sich ein Dreieck. So, und das war's schon bei der Zeichnung. Bei der Aufgabe 3.3 soll man jetzt die Länge PM in Abhängigkeit von Alpha bestimmen. Das funktioniert natürlich wieder über einen Sinussatz. Müssen wir uns das Ganze halt genau anschauen. Wir haben hier PM, die Strecke. Die muss definitiv in diesem Dreieck liegen, gegenüber. Und das ist der Winkel 61,85 Grad, also Grad Epsilon. Diese Seite zu dem Winkel. So, und dann brauchen wir noch eine Seite, die wir auch gegeben haben. Nämlich die hier, 7 cm. Und dann brauchen wir diesen Winkel hier gegenüber. Und das sind quasi 180 Grad minus 61,85 minus Phi. Also eigentlich ja 40 Grad, aber weil es eben in Abhängigkeit von Phi berechnet werden muss, minus Phi. Wenn wir das Ganze ausmultiplizieren, nämlich die Sinus 61,85 auf die andere Seite mal nehmen, dann halten wir 7 mal eben das, das gibt 6,17 und unten dran steht 118,15 Grad minus Phi. Problem, in der Musterlösung steht was anderes und das ist immer unser Signal, dass wir von diesem Winkel hier unten 180 Grad minus das Ganze nehmen. Also 180 Grad minus eben das hier, das ist ja immer beim Sinus die zweite Möglichkeit, diesen Winkel rauszubekommen. Und wenn wir das Ganze jetzt die Klammern auflösen, erhalten wir 61,85 plus Phi. Und das ist genau die Strecke PNM Phi, so wie sie auch in der Musterlösung oder im Teilergebnis steht. Bei der Aufgabe 3.4, da ist ja jetzt diese Pyramide in zwei Pyramiden unterteilt worden, eben durch dieses Dreieck.
Das heißt, wir haben hier eine Pyramide mit dieser Grundfläche und P1 ist die Spitze. Und hier haben wir eine Pyramide mit der Grundfläche hier unten dran, Spitze ist wieder P1. Und jedes Mal ist es so, dass die Höhe senkrecht nach unten geführt wird. Bei der einen Aufgabe steht auch schon dran, dass F1 auf AM liegen muss. Und G1 muss auf MS liegen. Das heißt, wir müssen jedes Mal die Senkrechte hier hinzeichnen und kommen eben dann auf unsere Höhen. Die sollten eingezeichnet werden. Bei der 3,5 sollen wir jetzt rechnerisch diese Längen bestimmen. Ja? Und eigentlich ja nicht weiter schwer. Wenn wir dieses Dreieck hier hernehmen, wir sollen seine Abhängigkeit von Phi bestimmen, dann ist doch PF die gesuchte Größe. Und was wir noch gegeben haben, ist PM. Ja? Und das ist, wenn man bei diesem Winkel Phi gegeben hat, ist doch gerade die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Also das Sinus von diesem Winkel ist PNFN durch PNM. Und das setzen wir das Ganze so ein. Lösen auf nach PNFN heißt nur, dass wir dieses nach oben multiplizieren. Also Sinus Phi mal 6,17 durch und so weiter. Heißt, dieses Sinus Phi wandert nach oben und ich habe genau mein PNFN, so wie es im Teilergebnis drin steht. Bei dem anderen Dreieck hier müssen wir ja auch wieder PNGN bestimmen. Da nehmen wir natürlich wieder dieses Dreieck, wo PNM schon drin ist. Und der Winkel hier unten ist jetzt halt nicht mehr Phi, sondern ist 80 Grad minus Phi. Und trotzdem ist es dasselbe Prinzip. Diese Strecke PNGN zu Sinus von 80 Grad minus Phi ist diese Strecke zu Sinus 90 Grad. So könnte man es mit dem Sinussatz machen. Oder wir wissen einfach, dass diesmal die bei diesem Winkel wieder die Gegenkathete und die Hypotenuse gegeben sind. Also Sinus von 80 Grad minus Phi ist diese Strecke zu der Strecke. Wieder ausmultiplizieren heißt, es wandert hier nach oben rein. Und auch das ist bereits das Ergebnis, was wir brauchen. So, und jetzt heißt, diese Strecke P2F2 ist doppelt so lang wie die Höhe P2G2. Also, man setzt das Ganze gleich und jetzt haben wir wieder das Prinzip, wir versuchen einen Ausgleich zu schaffen. Und wenn wir wissen, dass die P2F2, also eben genau diese linke, doppelt so groß sein soll wie diese rechte, dann muss ich doch die rechte um 2 verdoppeln, damit ich das Ganze wieder auf eine Gleichung bringe. So, da habe ich das Ganze nochmal hingeschrieben und jetzt ist es eine Gleichung, wo ich einfach schaue, was ich auf links und rechts wegmultipliziere. Wenn ich auf beiden Seiten den Nenner wegbringen will, also mal den Nenner, fällt er bei beiden weg. Dann auf beiden Seiten geteilt durch 6,17, dann fällt das und das hier auch noch weg. Und dann bleibt stehen, Sinus Phi ist gleich 2 mal Sinus 80 Grad minus Phi. Ich hoffe, das ist verstanden worden. Es ist ja wie quasi eine Äquivalenzumformung. Das unten wegbringen und das ergibt unten genau das gleiche, dass es auch wegfällt. Genauso wie bei der 6,17, wenn man geteilt durch 6,17 auf beiden Seiten rechnet, fällt beides mal weg. So, und jetzt muss ich hier nur das Additionstheorem anwenden. Von Sinus 80 Grad minus Phi heißt zweimal, und jetzt aufpassen, dass wir das Ganze für das Additionstheorem nehmen. Also hier Klammer, Klammer. Sinus 80 Grad Cosinus Phi minus Sinus Phi Cosinus 80 Grad heißt mit dem Zweier multipliziert 1,97 Cosinus Phi minus 0,3 Sinus Phi. Dann bringe ich das Sinus Phi auf die andere Seite und jetzt weiß ich doch nach der Formelsammlung Seite 68, dass wenn ich das Ganze auf die Form Sinus Phi Cosinus Phi bringe, dass ich dann das durch einen Tangens ersetzen kann. Also bringe ich den Cosinus nach drüben und 1,35 nach drüben. Teil durch 1,35 Teil durch Cosinus Phi. Jetzt kann ich das hier vorne ersetzen durch Tangens Phi, muss dann noch den inversen Tangens von eben diesem Bruch bestimmen und ich erhalte meine 55,58 Grad. Das war die Pyramidenaufgabe.